Ja, liebe Delegierte, liebe Genossinnen und Genossen, nachdem also die Mägen wieder gefüllt sind und es hoffentlich allen geschmeckt hat, lasst uns jetzt gestärkt weitermachen. Am letzten Donnerstag, vor 2 Tagen, konnten wir ja aus meiner Sicht wenig überraschend entnehmen, dass die Verhandlungskommission der Sozialdemokraten einstimmig entschlossen hat, dem Konvent morgen zu empfehlen, der SPD-Konvent, hier in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Und wenn nicht ein Wunder geschieht, dann wird es morgen den Auftrag dazu geben. Und eine Neuauflage dieser Koalition, wie sie zuletzt von 2005 bis 2009 hier in diesem Land stattgefunden hat, verheißt nichts Gutes. Und es verheißt nichts Gutes nur für die Bundesrepublik, sondern auch für unser Land. Und erwähnt sei an dieser Stelle das eine oder andere, was man vielleicht noch einmal dem einen oder anderen Sozialdemokraten, der morgen darüber abstimmen soll, vielleicht sagen sollte. Die Fortführung der Agenda-Politik von Gerhard Schröder, die nahtlose Weiterführung dann in dieser großen Koalition, Reichtumsmehrung und Armutsverringerung durch steuerliche Entlastung der Kapitalgesellschaften. Die Erbschaftssteuerreform war ein verteilungspolitischer Skandal. Die Anhebung der Mehrwertsteuer, Elterngeld statt Erziehungsgeld, die Rente mit 67 oder die Ergebnisse der Föderalismuskommission. Tja, so ist es mit Sozialdemokraten. Vor nicht ganz 5 Wochen sagte noch Andrea Nahles, und ich habe es mir noch mal rausgesucht, sie könne sich keine Koalition mit der CDU vorstellen und fügte hinzu, ich zitiere, wer SPD wählt, entscheidet sich gegen Frau Merkel und nicht für sie. Alles andere ist eine bösartige Unterstellung. Und diese Unterstellung ist jetzt Realität. Und man kann es auch mit anderen Worten sagen, wer nur links blinkt und Wahlkampf macht gegen CDU und gleichzeitig auch gegen die Linke, der findet sich möglicherweise im Koalitionsbett der CDU wieder. Die SPD, und Bernd hat es heute gesagt, einige andere Redner auch, hätte die Chance gehabt, in eine andere Richtung zu sondieren. Sie haben es nicht gewollt. Das sind die bundespolitischen Rahmenbedingungen, die eine Politik in dieser Bundesrepublik erwarten lässt und die, wie ich schon sagte, Auswirkungen auf unser Land haben wird. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen heute mit unserem Leitbild den Brandenburgerinnen und Brandenburger trotzdem ein Angebot über die Zukunft unseres Landes machen. Unsere Vorstellungen liegen auf dem Tisch und von diesem Parteitag soll ein Signal ausgehen, dass wir, die Linke, das Land sozial gerechter weiter gestalten wollen. Das ist unsere Kernkompetenz. Nichts anderes, liebe Genossen, wird von uns erwartet, jetzt mehr denn je. Denn machen wir uns nichts vor. Nach der Bundestagswahl steht auch fest, in Brandenburg, wie es heute ist, gibt es keine dunkelroten, keine hellroten und keine schwarzen Selbstverständlichkeiten mehr. Dem müssen wir uns stellen. Offen, transparent, erkennbar, glaubwürdig und möglichst auch im Gleichschritt mit unserer Bundespartei. Liebe Genossinnen und Genossen, der Brandenburger Landesverband hat einen wirklich guten, engagierten Wahlkampf gemacht. Deshalb auch von mir und von der Fraktion nochmal an alle Wahlkämpfer einen herzlichen Dank für dieses Ergebnis. Und wir haben ja schon einige Vorredner diesbezüglich gehabt, die Wahl auch differenzierter ausgewertet haben. Ich würde mich gern jetzt mal zuwenden dem sogenannten Wahlsieger und schauen wir uns den mal genauer an. Ich bin auch sehr dankbar, dass Heinz Vietze vorhin noch mal gesagt hat, das ist nicht so einfach, was hier abgelaufen ist. Eine CDU, die zwischen
42 und jetzt nach den neuesten Erhebungen teilweise 44% in dieser Bundesrepublik gehalten wird, hat es vermocht, mit einer Person, mit einem Satz, Sie kennen mich, an die Emotionen der Menschen anzuknüpfen, ihre Sehnsüchte nach Sicherheit auch aus meiner Sicht zu bedienen. Und sie hat es verstanden, diese Stimmung aufzunehmen. Ob sie dies vor dem Hintergrund, das, was da an Schwadronen bei der CDU unterwegs sind, in den nächsten 4 Jahren durchhalten kann, wird sich noch erweisen. Und ob uns das passt oder nicht, wir müssen das zur Kenntnis nehmen und vor allen Dingen eine kluge und richtige Strategie daraus ziehen. Und der Professor Schirak meint ja nun, dass aus dem Merkel-Effekt auch für die kommenden Wahlen in Brandenburg der Schwung sich aufnehmen lässt. Und hat ja schon in seinen ersten Interviews gesagt, also ich habe den Anspruch zu regieren. Und auf dem parallel heute stattfindenden CDU-Parteitag in Potsdam wird ja der Kollege Gröhe als Generalsekretär dort als Gast reden. Und er wird den brandenburgischen Christdemokraten sicherlich den Politikwechsel, aber einen anderen Politikwechsel in Brandenburg auftragen. Und liebe Genossinnen und Genossen, zwischen Frau Merkel und Herr Schirak, da liegen schon noch Welten. Die Brandenburger CDU steht keineswegs so gut da, wie sie uns glauben machen will. Frau Merkel hat diesen Erfolg eingefahren, weil sie quasi überparteilich versucht hat, diesen Drive hinzubekommen. Und sie hat auch diese Kindergartengruppe von Philipp Rösler, Christina Schröder, Ilse Aigner doch am besten in den Griff bekommen. Ob das dem Kollegen Schirak gelingt mit der Kindergartengruppe Hethke, Ludwig, Burkhardt, Wichmann und Herrn Lackmacher in die Schranken zu weisen, das wird sich hier noch zeigen. Wenn aber Herr Schirak sagt, ich will dieses Land regieren, dann sage ich ganz deutlich, Übermut tut selten gut. Und Hannelore Birkholz da hinten hat mir heute gesagt, Christian, also in allen Wochenzeitungen in meiner Region war eine Broschüre der CDU, wo dann in einer sehr interessanten Aufmachung versucht wird, an die Vergesslichkeit der Menschen in Brandenburg zu appellieren. Und sie hat gesagt, Christian, dazu musst du etwas sagen. Und ich mache das auch sehr gerne. Und das werden wir auch noch mal in einer anderen Form ins Land bringen. Wer ist denn diese CDU, die 10 Jahre regiert hat? Die CDU hat in ihrer Regierungszeit es zugelassen, dass 400 Schulen geschlossen wurden. Diese CDU hat dafür gesorgt, dass wir die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer an Brandenburger Schulen fast halbiert haben. Diese CDU hat den uneingeschränkten Rechtsanspruch bei der Kita-Betreuung zurückgefahren, hat die Betreuungszeiten eingeschränkt, weil es in ihr Familienbild gepasst hat. Diese CDU hat bis 2009 einen Mindestlohn für öffentliche Aufträge verhindert und stattdessen das Image eines Billiglohnlandes durch den damaligen Wirtschaftsminister propagiert. Und sie hat in der Regierungszeit, während ihrer Regierungszeit, eine Verschuldung des Landes betrieben von 5,1 Milliarden Euro. Warum sage ich diese Zahl? Sie kommen nämlich heute in diesem Papier daher, wo ist das Geld von Minister Markov? Helmut Markov hat es mit uns geschafft, seit 2011 nicht einen Cent neue Schulden aufzunehmen. Und er hat es gleichzeitig mit uns geschafft, 310 Millionen Euro mehr in Bildung und Wissenschaft, in die beiden Hauptkampffelder, die wir haben, zu investieren. Das ist die Wahrheit. Zwei Punkte noch. CDU-Innenminister Schönbohm hat tief in die Taschen gegriffen. Das, was wir jetzt rückgängig machen. Jährlich 50 Millionen abgezweigt mit dem sogenannten Vorwegabzug. Wir geben das zurück. Oder, Volkmar, Frau Blechinger, deine Vorgängerin, hat alle Amtsgerichte zur Disposition gestellt. Wir, das heißt wir Linke, und ich sage es auch nochmal bewusst, gemeinsam mit den Sozialdemokraten haben in dieser rot-roten Koalition endlich umgesteuert. Und wir haben einen Schlussstrich gezogen. Und wir haben wieder ausgebildet, Kita-Anspruch hergestellt, wir haben die Wirtschaftsförderung neu justiert, Leiharbeitsquoten, Tarifbindung als
Plankengesetz, haben das Vergabegesetz mit dem Mindestlohn eingeführt, Energiestrategie beschlossen, Vorrang erneuerbare Energien, haben das Wassergeld für Vattenfall eingeführt, haben das Bergbauprivileg gestrichen, Amtsgerichte alle erhalten, alle Krankenhäuser, und ich könnte die Liste fortsetzen. Aber wir wissen auch, das ist nicht ausreicht. Und ich glaube, dass die Erfolge das eine sind. Wir müssen das fortsetzen. Der Weg ist der richtige. Wenn wir soziale Gerechtigkeit in Brandenburg wollen, unser Slogan 100% sozial ernst meinen, dann sind es die richtigen Schritte. Dann sind es die ersten richtigen Schritte zu einem Politikwechsel in diesem Land hin zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit in einer inklusiven Gesellschaft, in der niemand zurückgelassen wird. Schritt in eine Richtung, die unter Schwarz-Rot nicht denkbar waren. Und darauf können wir auch stolz sein. Ich will aber einen Blick voraus entwerfen. Heinz hat es gesagt, wir müssen dieses rot-rote Projekt noch stärker in der gesamtbundesrepublikanischen Gemengelage erklären. Und wir müssen auch deutlicher sagen, was wir erreicht haben. Wir werden im nächsten Jahr Wahlen haben in Sachsen und in Thüringen. Und dann wir möglicherweise im September als Letzte in diesem Wahlzyklus hier in Brandenburg. Und die Frage Rot-Rot-Grün wird nicht nur 2017, sie wird schon im nächsten Jahr in Ostdeutschland entscheidend sein, denn es kann nicht sein, dass wir möglicherweise eine Friedhofsruhe bekommen im Deutschen Bundesrat, wo Brandenburg eine wichtige Stimme hat. Und wir wollen mit den anderen Ländern versuchen, gegen diese große Koalition hier auch zu Felde zu ziehen. Aber es gibt auch Bereiche, und Dagmar, da will ich überhaupt nicht sagen und mich dazu auch nicht äußern, wo wir nicht vorangekommen sind, zum Beispiel bei den Altanschließerbeiträgen. Wir wollten eine Stichtagsregelung, um die horrenden Nachzahlungen für Altanschließer zu verhindern. Dafür haben wir in der Opposition gestritten und dafür haben wir auch in dieser Koalition gestritten. Wir haben da unzählige Koalitionsausschüsse, wir haben jetzt unzählige Nächte mit denen gestritten. Wir haben uns die Zähne ausgebissen bei diesem Thema und wir haben nur einen Kompromiss mit der Reduzierung der Verjährungszeit erreicht. Wir wollten und wir wollen auch noch mehr. Und sind wir mal ehrlich, dann ist das auch ein bisschen logisch, was sich so an manchen Stellen bei den Verhandlungen mit den Sozialdemokraten so abgespielt hat. Wir haben bei einigen Punkten wirklich auf Granit gebissen. Denn schließlich hat ja die CDU bis 2009 ja nicht alleine regiert. Aber wir können feststellen, die Sozialdemokraten in Brandenburg haben durchaus damit begonnen, wieder sozialdemokratische Politik zu machen. Nach 19 Jahren ist das wahrscheinlich auch nicht einfach gewesen. Wir Linke haben sie dazu gebracht und ich glaube, das sollten wir auch vor dem Hintergrund einer möglichen großen Koalition im Bund deutlicher verstärken. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben aber auch eins lernen müssen. Ich bin ja gebeten worden, auch mal noch ein paar grundsätzliche Sachen zu dieser Regierungszeit, zu diesen letzten 4 Jahren zu sagen. Wir haben auch lernen müssen, dass man bei Eintritt in eine Regierung nicht sofort auf die Reset-Taste drücken kann. Nicht alles, was wir so in der Opposition begründet, abgelehnt, heftig kritisiert haben, konnte man von heute auf morgen revidieren. Aber wir haben Korrekturen eingeleitet und das ist auch gut so. Das Wahlergebnis von 22%, ich glaube, wir können mehr und wir wollen auch beim nächsten Wahlzyklus mehr. Diese 22% sind ausbaufähig. Und ausbaufähig ist auch das, was wir inhaltlich anzubieten haben. Und damit komme ich zu dem, was für uns als Landtagsfraktion an Aufgaben noch vor uns liegt und damit natürlich auch an Aufgaben für uns alle. Wir haben als Linke in dieser Koalition in den vergangenen Jahren einiges geleistet. Vieles habe ich gesagt. Aber eines haben wir noch nicht geschafft und das wurmt mich besonders. Immer noch sind Menschen in Brandenburg von Armut betroffen. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote stieg im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit 5 Jahren. In Brandenburg fällt jetzt mittlerweile jeder Fünfte in diese Kategorie. Und wenn ich dann lese, die großen kreisfreien Städte, ich habe mir mal das Beispiel Frankfurt-Oder rausgenommen, 31%,
aller Kinder im vergangenen Jahr waren Sozialgeldempfängerinnen oder Empfänger. Und wenn ich dann höre, dass in einigen Stadtteilen sogar die Quote 40% ist, dann macht es mich nicht nur wütend, sondern das entsetzt weiterhin. Und wenn dann Geringverdiener und Rentner 2 oder 3 Jobs aufnehmen müssen und möglicherweise sich auch noch Pfandflaschen suchen müssen, dann ist das wirklich ein Punkt, wo man sagt, es ist beschämend. Auch für eine rot-rote Landesregierung ist das beschämend, wenn die Anlaufstellen für Tafeln und Kleiderkammer rasanter wachsen als die Zahl der Sport- und Kulturvereine. Das muss man auch deutlich sagen. Hinzu kommt eine weit verbreitete Angst vor Armut. Und sie lässt sich weniger mittlerweile an den Einkommensgrenzen festmachen. Es geht vielmehr um Menschen, die Sorge haben um ein finanzielles Auskommen ihrer Rente, sich Sorgen machen. Aber die Mobilitätseinschränkungen, unzureichende fachärztliche Versorgung in einigen Regionen, die künftige Erreichbarkeit von Schulstandorten, steigende Energiepreise und vieles mehr. Das sind, liebe Genossinnen und Genossen, das sind die wirklichen Herausforderungen. Und hier erwarten die Brandenburgerinnen und Brandenburger von uns Antworten, von uns als Linke. Und sie erwarten von uns ganz konkrete Abhilfe. Da sage ich, ja, wir kümmern uns. Die 1-Euro-Frühstücke helfen. Aber sie lösen dieses Problem nicht. Und der Blick, den wir da zu nehmen haben, der zeigt zurück, aber auch nach vorn. Nur wir können diese Probleme ernsthaft angehen als Linke. Wir sind bereit, auch sehr diese anzupassen. Und es geht nicht darum, nicht mehr oder weniger die Frage der sozialen Gerechtigkeit im Land auch wirklich in Politik umzusetzen. Die SPD war es, die mit dem Schlagwort des vorsorgenden Sozialstaates in den letzten Jahren kam. Aus meiner Sicht reicht das aber nicht, davon nur zu reden, denn es verkommt zur Floskel und es wird klar, dass der Begriff lediglich nur eine Seite bedient. Es soll möglicherweise auch dazu dienen, zu beschönigen, dass spätestens nach der Agenda 2010 die soziale Sicherung kontinuierlich zurückgefahren worden ist. Ein wirklich vorsorgender Sozialstaat darf sich nicht darauf beschränken, die Auswirkungen nur sozialer Notlagen abzufedern. Nein, sie müssen die Entstehung solcher Notlagen schon vorher vermeiden. Und in diesem Sinne, verstanden, umfasst vorsorgende Sozialpolitik ein viel weiteres Feld. Es schließt Bildung, Erziehung, Gesundheitsvorsorge, Wirtschaft, Infrastruktur und natürlich auch die ökologischen Fragen mit ein. Und ein solches Verständnis von sozialer Gerechtigkeit in Brandenburg, das vertreten nur wir. Nicht die CDU, die auf regionale Branchenlöse jetzt möglicherweise setzt oder von der Ost-West-Angleichung der Renten jetzt auf einmal redet, aber nichts dafür tut. Auch nicht die FDP. Bürgermeister Slade gerade jetzt ist ja schon, hat unseren Parteitag verlassen, die trotz der 3% immer noch propagiert, Leistung muss sich noch lohnen. Oder die SPD und die Grünen, die eine Agenda-Politik betrieben haben und immer noch dies für richtig halten und deren Nebenwirkungen sie nur ein wenig abmildern wollen. Und daher wird auch die neue Bundesregierung höchstwahrscheinlich ebenfalls der Versuchung erliegen, ihre Wahlversprechen zu brechen und weitere Kürzungen und vor allen Dingen im Sozialbereich vorzunehmen, dort, wo die Lobby der Betroffenen am geringsten ist. Und deshalb braucht es uns, liebe Genossinnen und Genossen. Wir, die Linke, stehen für soziale Gerechtigkeit und Sicherheit im Land. Und wir reden nicht nur, wir haben auch die Vorschläge. Mit unserem Leitbild haben wir einige vorgelegt. Wir wollen in Brandenburg, dass sich aktiv gegen die soziale Ungleichheit eingesetzt wird und dass sich das Land mit sozialer Gerechtigkeit entwickelt. Dazu bedarf es Mut und vor allen Dingen Aktivitäten, um diesen Reichtum zu begrenzen, umzuverteilen. Wir hatten diesen Mut. Wir haben mit der Finanzausgleichsumlage dafür gesorgt, dass ärmere Kommunen von stärkeren unterstützt werden. Wir haben einen Soziallastenausgleich initiiert, der Landkreisen helfen soll, die ausufernden Kosten der Sozialleistungen wenigstens ein bisschen Herr werden zu lassen. Wir haben die Wirtschaftsförderung umgestellt. Die Leiharbeitsquote, Tarifbindung wurde
lange mit den Beteiligten diskutiert, dann aber auch entschieden und ist jetzt praktische Politik. Und wir hatten auch den Mut, im öffentlichen Dienst einen Wechsel hin zu altersgerechten Arbeiten auf den Weg zu bringen. Wir hatten auch den Mut, das Schüler-BAföG einzuführen, was zunächst außerhalb des Landes belächelt wurde. Und ich bin auch meinen oder unseren Ministern, unseren vier, sehr dankbar, die im Bundesrat und in der Ministerkonferenz immer dieses Thema soziale Gerechtigkeit thematisiert haben und dafür schon anerkannt sind, auch wenn sie es öffentlich, die politische Konkurrenz, nicht zugeben möchte. Aber es reicht uns nicht. Wir wollen mehr. Und wir wollen eine hochwertige Daseinsvorsorge in der öffentlichen Hand, im ganzen Land. Und das ist unsere Aufgabe. Deshalb werden wir in den kommenden Monaten bis zum Ende der Legislatur erstens die Lohnuntergrenze für öffentliche Aufträge auf 8,50 anheben, sodass diejenigen, die im Auftrag der öffentlichen Hand Aufträge ausführen, wenigstens ordentlich entlohnt werden. Wer weiß, was das mit dieser großen Koalition da in Berlin wird. Zweitens, wir werden die Vertretungsreserve an den Schulen auf einen bundesdeutschen Spitzenwert erhöhen, damit endlich weniger Unterricht ausfällt. Weiter drängen wir als drittens darauf, dass künftig vom Fluglärm Betroffene endlich den Schallschutz bekommen, den das Gericht vorgeschrieben hat. Vorhin klang es an. Wir waren diejenigen, die dieses Volksbegehren angenommen haben. Und wir verhandeln momentan mit den Berlinern. Und ich hoffe, dass sich irgendwann der schwarz-rote Senat bewegt, um dieses Votum aus Berlin bzw. aus Brandenburg ernst zu nehmen. Und gestattet mir eine persönliche Bemerkung. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass momentan darüber diskutiert wird, wer wird denn nun Aufsichtsratsvorsitzender im BER? Ich habe gehört, dass der Kollege Wobereit möchte es werden. Kann er. Aber dann erwarte ich einfach auch, dass er unsere Interessen aus Brandenburg mal endlich ernst nimmt und auf der anderen Seite dafür sorgt, dass wir zur Verhandlung kommen. Ich komme zum vierten Punkt. Wir streiten weiterhin dafür, dass wir natürlich die immer geringer werdenden Mittel der Europäischen Union, und jetzt ist eine entscheidende Phase, natürlich so einsetzen, dass sie effizient und nachhaltig verwendet werden. Und Arthur, fünftens, wir ringen dafür, dass im Land eine Willkommenskultur Einzug hält, die es selbstverständlich macht, dass Menschen, die Hilfe brauchen, zu uns kommen können und menschenwürdig untergebracht werden und integriert werden. Und ein sechster Punkt, die unwürdige Entlohnung im Pflegebereich, die muss beendet werden. Wir wollen einen allgemein verbindlichen Lohn in Brandenburg in diesem Bereich und dafür muss sich die Regierung, diese Koalition stark machen. Wir brauchen dazu langen Atem. Wir werden den Sozialismus morgen noch nicht einführen können, aber wir haben einen Plan. Und im Rahmen des Leitbildes stecken noch viele, viele Ideen. Stefan hat vier große Punkte genannt, aber lasst mich einen Punkt herausgreifen. Gute Bildung für alle von Anfang an. Von der Kita über die Schule, Berufsschule zur Hochschule und dann weiter. Und dann weiter natürlich in der beruflichen Weiterbildung. Ich sage es nochmal, weil es gehört zu dieser Berichterstattung, die wir momentan erleben, die auf Ängste auch aufbaut. Ich sage es, eine frühzeitige Trennung von vermeintlich starken und vermeintlich schwächeren Schülern schadet allen und führt dazu, dass die sozialen Unterschiede in der nächsten Generation weiter vererbt werden. Deshalb kämpfen wir für die Einführung dieser Gemeinschaftsschule. Jeder soll die Möglichkeit haben, seinen Abschluss zu erreichen. Und wenn wir ehrlich sind, ist das nicht selbstverständlich. Es gibt in der Gesellschaft auch andere Ideen, die sagen, lasst jeden und jeden in den jeweiligen kleinen Räumen individueller Leistungsfähigkeit lernen. Das heißt nichts anderes als Auslese statt Inklusion. Aber das ist genau der Knackpunkt. Woran erkennt man denn eine Leistungsfähigkeit eines Kindes? Die ist doch nicht angeboren. Und deshalb kann man mit einer Gesamtschule, kann man mit einer offenen Schulform dafür sorgen, dass Kinder endlich ihre eigenen Grenzen überwinden und den Mut haben, auch diese überwinden zu wollen. Und deshalb glaube ich, dass das Projekt der Gemeinschaftsschule
ganz, ganz wichtig ist und eine ganz wichtige politische Aufgabe ist. Aber wir dürfen der Versuchung nicht erliegen, hier etwas einfach nur festzulegen. Wir müssen das mit Lehrern, wir müssen das mit Eltern und wir müssen das mit den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern auch diskutieren. Dann haben wir die Chance, dass wir den Start in der nächsten Legislatur hinbekommen. Gestattet mir, ich weiß, ich bin am Ende, aber ein paar Botschaften. Also wir merken ja gerade, dass du nicht am Ende bist. Mach fix. Ein paar Botschaften für die Sozialdemokraten. Für die politische Konkurrenz, für die CDU hatte ich sie schon, aber für die Sozialdemokraten erlaubt mir, dass ich die noch bringen darf. Das heißt natürlich auch, dass wir praktische Schritte gehen wollen. Und diese praktischen Schritte bei dem, was uns an Politikwechsel weiter bevorsteht, würde ich doch schon gerne noch mal nennen. Erstens, ich glaube, dass wir gut daran festhalten sollten, bei einem möglichen Neueinstieg in die Regierung, das entscheidet die Linke und vor allen Dingen entscheidet es der Wähler, dass wir sofort daran gehen sollten, einen Betreuungsschlüssel in den Kitas erneut zu verbessern. Wir wollen, wie gesagt, den Einstieg in die Gemeinschaftsschule im Dialog und ohne Kulturkampf, damit endlich alle miteinander und voneinander lernen können. Wir wollen und kämpfen dafür mehr gute Arbeit für alle durch die Weiterentwicklung des Vergabegesetzes, Mindestlohn, öffentlich geförderte Beschäftigung, verbindliche Tarife in der Pflege, weniger Stress und mal mehr Freude in der Arbeit. Wir wollen einen Neuanlauf für öffentlich geförderte Beschäftigung. 2.400 Stellen, die wir jetzt geschaffen haben, die reichen uns nicht. Und wir werden das Störfeuer, was wir in den letzten Jahren aus der Bundesebene erlebt haben, nicht tatenlos hinnehmen. Wir wollen den Vorrang ersetzen, der Vorrang von erneuerbaren Energien. Wir wollen endlich mal den Durchbruch haben, damit wir unser Ziel, das Ende der Braunkohleverstromung 2040 in Brandenburg einzuleiten, auch wirklich erreichen. Und wir wollen eine moderne, nachhaltige Industrie- und Dienstleistungspolitik durch Vernetzung vor allen Dingen der Akteure und der Ressourcen im Land und nicht nur auf die Wachstumsräume des Landes konzentriert. Und ein ganz neues Betätigungsfeld wird immer deutlicher. Wir wollen sicheren und bezahlreichen Wohnraum. Dafür wollen wir uns stark machen und die Wohnraumförderung über die Frage revolvierende Fonds, wie wir das jetzt andenken, auch weiter fortsetzen. Und wir wollen ein tolerantes Land mit einer wirklich ernst gemeinten Willkommenskultur für Menschen, die zu uns kommen. Ja, liebe Sozialdemokraten, das sind unsere Angebote für 2014. Darunter, glaube ich, werden wir nichts machen können. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, nach diesem Wahlerfolg von Angela Merkel sollten wir uns noch engagierter aufstellen, um für linke Politik in Brandenburg zu streiten. Und ich will das mit euch gemeinsam, ich will, dass wir in Brandenburg nicht wieder Schwarz-Rot möglicherweise erleben oder ein schwarzes Brandenburg. Ich möchte ein anderes Brandenburg. Ich möchte, dass Brandenburg rot bleibt und vor allen Dingen dunkelrot. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.